Sie stellt einen Meilenstein in der Entwicklung elektrischer Loks dar, sollte einst zum Stern der Bundesbahn werden und die jahrelang Träume einer Universallokomotive erfüllen, blieb jedoch mit nur 65 Maschinen stets der kleine Bruder der Baureihen 103 und 101 und wird heute von den wenigsten Menschen gebührend wahrgenommen. Welche starke Schlüsselrolle der Baureihe 120 im deutschen Schienenverkehr zukam und wie es dazu kam, dass sie dennoch recht unbedeutend blieb und wie die Einsätze in den letzten Jahren aussahen und in den künftigen Jahren aussehen könnten, erfahrt ihr in dieser Dokumentation. Viel Spaß! Um die komplette Geschichte der Baureihe 120 zu verstehen, springen wir zurück in die 1960er Jahre, in der die Deutsche Bundesbahn mit der Fertigung der Einheitslokomotiven, sprich der Baureihen E10, E40 und E41 begann. Der langjährige Bundesbahntraum zur Schaffung einer universal einsetzbaren Lokomotive konnte mit den damals verwendeten Einphasen-Reihenschlussmotoren, einem universalen Gleich- und Wechselstrommotor, allerdings noch nicht erreicht werden. Da hohe Geschwindigkeiten im Fern-, starke Zugkräfte im Güter- und schnelle Beschleunigung im Regionalverkehr nur durch unterschiedliche Motorbauweisen erreichbar waren. Bekannterweise wurden die drei Einheitsloks dann auf die drei Einsatzgebiete aufgeteilt. An diesem Schema änderten auch die in den 70er Jahren dazugekommenen Baureihen 103, 111, 150 und 151 nichts. In eben jenen 70er Jahren schien jedoch der Traum einer Universallokomotive ein gutes Stück näher zu rücken, als die Lokomotivindustrie begann, Drehstromantriebe zu testen. Eine solch vollständig neue Betriebstechnik bedarf selbstverständlich einer ausführlichen Erprobung, was die Firma Henschel zur Produzierung dreier Versuchsloks, damals bei der Bundesbahn als Baureihe 202 geführt, veranlasste. Die dieselelektrischen Lokomotiven testeten neben der neuen Drehstromantriebstechnik auch Hochgeschwindigkeitsdrehgestelle und weitere im späteren Hochgeschwindigkeitsverkehr bedeutende Komponenten. Für die Baureihe 120 am relevantesten war 202002, die von 1974 bis 75 in einem festen Zugverband mit einem Karlsruher Kopf den Beweis lieferte, dass ein Drehstromantrieb nicht nur möglich, sondern auch vorteilhaft sind. So sind die neuen Motoren sowohl vielseitiger einsetzbar als auch billiger, was zwei Urträume der Bundesbahn erfüllen konnte. Schnell wurde daher die Entscheidung getroffen, eine neue E-Lok-Baureihe anzuschaffen, die als Baureihe 120 bezeichnet werden sollte. Bis zur letztendlichen Serienauslieferung sollten dann jedoch noch einmal 10 Jahre vergehen. In dieser Zeit wurden zunächst 5 Prototypen entwickelt, die ab 1979 geliefert wurden und die Nummern 120001 bis 005 trugen. Diese Prototypen waren zunächst nur für 160 km/h zugelassen und wurden im TEE-Kleid der Bundesbahn, sprich purpurrot-elfenbein, lackiert. Im Lauf der Testzeit wurden gleich 2 Rekordfahrten unternommen, zunächst am 13. August 1980 mit 231 km/h in der Spitze und am 17. Oktober 1984 mit 265 km/h in der Spitze. Für letztere Fahrt wurde 120001 extra mit einer für stärkere Geschwindigkeit zugelassenen Frontscheiben, anderen Fahrmotoren und einer größeren Tachoskala ausgestattet. Nach einem schweren Unfall sollte diese Starlok dann jedoch 2004 als erste Baureihe 120 der Verschrottung zum Opfer fallen. Doch zurück in den Anfang der 80er, in der die Baureihe 120 nach erfolgreicher Erprobung zum Vorhängeschild der Bundesbahn erhoben wurde. Nicht zuletzt diente die Frontpartie auch als Vorbild für die Baureihen 628, des X-Steuerwagen und des Wittenberger Steuerwagens. 1984 wurden dann 60 Serienlokomotiven bestellt, die alle eine Zulassung für 200 km/h erhielten und von 120-101 an aufnummeriert wurden. Die Lokomotiven ab 120-137 erhielten leicht veränderte Fahrmotoren, die bei höherer Geschwindigkeit eine stärkere, dafür allerdings bei niedrigerer Geschwindigkeit eine schwächere Zugkraft mit sich brachten. Anfangs waren die Loks alle orientrot lackiert,
und erhielten dann ab 1996 schrittweise das heutige verkehrsrote Farbschema. Die Baureihe 120 wurde ab ihrer Auslieferung gemäß ihrer Universalkonzeption eingesetzt und zog tagsüber vor allem Intercity-Züge. Besonders gefragt waren die Loks auf jenen Zügen, die die neue Schnellfahrstrecke Würzburg-Hannover nutzten, da die für diese Strecke nötige Druckertüchtigung von Loks und Wagen zu diesem Zeitpunkt nur die Baureihe 120 erfüllen konnte. Nachts, wenn die Intercity-Züge abgestellt waren, kamen die Loks vor Güterzügen zum Einsatz. Der Einsatz der Lokomotiven stellte sich als großer Erfolg heraus und schon bald erschienen erste Pläne für Weiterentwicklungen und Nachfolger, zu denen wir gleich noch kommen. Zunächst bleiben wir jedoch beim Thema 120 und schauen uns deren weitere Entwicklung an. Denn der universale Einsatz bei der Bundesbahn brachte nicht nur Vorteile, sondern setzte den Loks gleichzeitig schwer zu, sodass die Zuverlässigkeit der Baureihe 120 mit der Zeit stark nachließ und bis heute eher unterdurchschnittlich ist. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass die Baureihe 120 die erste Lok ihrer Art ist und so bei der Produktion noch nicht alle Techniken perfekt ausgefeilt waren. Unter anderem deshalb sollte es nach den ersten 60 Serienexemplaren auch keine weiteren 120er mehr geben. Stattdessen fokussierte man sich dann auf verbesserte Nachfolgebaureihen. Zum einen wurden die Testergebnisse der Baureihe 202 sowie die Ergebnisse der Baureihe 120 im Regelbetrieb samt etlicher Bauteile in der Entwicklung des ersten ICE-1-Triebkopfs weiterverwendet, der technisch der Baureihe 120 somit in vielen Punkten ähnelt und theoretisch als einer ihrer Nachfolger gesehen werden kann. Der ICE-1, auch als Baureihe 401 bekannt, ging ja 1991 als erste ICE-Baureihe an den Start und ist bis heute ein unverzichtbarer Bestandteil im deutschen Schienenverkehr. Hier handelt es sich allerdings um einen reinen Hochgeschwindigkeitszug, der das Prinzip der Universaleinsetzbarkeit der Baureihe 120 somit nicht mehr innehat. Das Prinzip der Universalloks wurde dennoch weiterverfolgt, sodass Anfang der 90er Jahre zwei Prototypen für neue Drehstrom-Universalloks gefertigt wurden, aus deren Ergebnissen dann eine gemeinsame Baureihe 121 als Nachfolger der Baureihe 120 entstehen sollte. Bei den beiden Prototypen handelte es sich um 127001 von Siemens und 128001 von AEG. Bevor das Projekt jedoch beendet werden konnte, kam die Bahnreform von 1994 dazwischen, die die Konzernstruktur der Deutschen Bahn mit der Deutschen Reichsbahn vereinigte und gleichzeitig die Konzernstruktur der neuen Deutschen Bahn AG in getrennte Sektoren für den Fern-, Regional- und Güterverkehr unterteilte. Universalloks waren somit unattraktiv geworden und das Projekt der Baureihe 121 schien zum Scheitern verurteilt. DB Fernverkehr beschaffte ab 1994 von den beiden Prototypen unabhängige Neufahrzeuge der Baureihe 101 bei Atrans, die allerdings ebenfalls auf den Ergebnissen der Baureihe 120 beruhten und somit auch eine Art von Nachfolger sind. Die 101er lösten dann nach und nach die älteren 103er, einst Starfahrzeuge im Fernverkehr, ab. Und so setzte sich die Baureihe 101 schnell an die Spitze des deutschen Intercity-Verkehres, während die Baureihe 120, seit der Bahnreform ausschließlich im Fernverkehr eingesetzt wurde, auch weiterhin auf Platz 2 blieb und bis heute nie in eine Stellung kam, wie man sie von den Baureihen 103, 101 oder den ICE-Baureihen kennt. An den beiden Prototypen 127 und 128001 wurde dennoch weiter geprobt, jedoch nun mit Orientierung in Richtung Güterverkehr, wo Mitte der 90er Jahre ebenfalls neue Loks gefragt waren. Aus der Baureihe 127 entwickelte sich die Baureihe 152, sowie später die Baureihe 189 und der Taurus. Während die Baureihe 128 direkter Vorgänger der Baureihe 145 ist, aus der sich zunächst die 146.0 und später alle Trax-Baureihen ableiteten. Damit lassen sich letztendlich nahezu alle heutigen deutschen E-Loks direkt oder indirekt auf die 120 und deren Nachfolger zurückführen. Außerdem ging mit dem Taurus ab 1999 auch eine neue Universallok vom Band, die hauptsächlich in Österreich bunt gemischt im Fern-, Regional- und Güterverkehr eingesetzt wird.
Damit lässt sich die Baureihe 120 als Urmutter moderner deutscher E-Loks bezeichnen, denn man sollte bedenken, dass die Baureihe 120 keinerlei direkte Vorgängerbaureihe besaß, jedoch etliche Nachfolger. Zurück zur eigentlichen Baureihe 120, die auch nach Auslieferung der 145-101er E-Loks fester Bestandteil der Flotte von DB Fernverkehr blieb und gemeinsam mit der Baureihe 101 die Intercity und zunächst auch noch einige Interregio-Leistungen erbrachte. 2005 wurden zwei Loks an die DB Systemtechnik verkauft und dort umgebaut. Aus 120-153 wurde 120-501 und aus 120-160 wurde 120-502. Beide kamen fortan gemeinsam mit Versuchs- und Messzügen zum Einsatz. 2016 kam mit 120-125 eine dritte 120 in den Bestand von Systemtechnik. Gleichzeitig wurden jedoch 120-501 und 502 wieder in ihre Ursprungsnummern rückumbenannt. 120-160 wechselte außerdem zur DB Netz Instandhaltung. 2018 kam mit der Systemtechnik wieder eine dritte Lok 120-206 hinzu. Die drei Loks 120-125, 153 und 206 wurden von der DB zu verschiedensten Erprobungszwecken eingesetzt. Bekannt wurden unter anderem die im Laufe des Jahres 2018 getätigten Einsätze mit dem innovativen Güterzug. 120-160, die sich mittlerweile vollständig gelb präsentiert, unternimmt regelmäßig Messfahrten auf verschiedensten Strecken in Deutschland. Im Jahr 2007 wurden fünf weitere Loks von DB Fernverkehr abgegeben, diesmal jedoch an DB Regio Nordost. Die fünf Maschinen 120-116, 129, 107, 128 und 121 wurden nach einem Umbau für den Nahverkehr, also zum Beispiel dem Einbau von Zugzielanzeigen und Ausrüstungen für das Abfertigungsverfahren TAF, in 120-201 bis 205 umbezeichnet. Selbiges geschah drei Jahre später, also 2010, mit 120-117, 136 und 139, die in 120-206 bis 208 umbezeichnet wurden und in den Dienst von DB Regio NRW umgestellt wurden. Diese acht Umbauloks werden auch als Serie 120.2 bezeichnet. Die norddeutschen Maschinen des BW Rostocks kamen fortan auf dem RE1 Rostock-Hamburg zum Einsatz. Und die nordrhein-westfälischen des BW Aachen auf dem RE9 Aachen-Siegen. Wegen eines hohen Schadbestandes an den Rostocker Maschinen waren zwischen 2012 und 2013 einige Aachener Maschinen an der Ostsee im Aushilfseinsatz, kehrten jedoch später wieder in ihre Heimat zurück. Die Aachener 120 wurden im Sommer 2018 durch E-Loks der Baureihe 146.0 abgelöst und die Rostocker seit 2016 schrittweise durch 182er, wobei hier auch im Jahre 2020 noch vereinzelte Einsätze der Baureihe 120 vorkommen können. Alle anderen 49 nicht zu Regio oder Systemtechnik abgegebenen Fahrzeuge blieben im Einsatz bei DB Fernverkehr, wo sie auch weiterhin gut benötigt wurden. Man bedenke, dass bei DB Fernverkehr bis 2018 sogar noch letzte 115 am Einsatz war. Abgesehen von drei wegen technischer Mängel aus dem Betrieb genommener Lokomotiven, präsentierte sich die Flotte bis ins Jahr 2018 noch in voller Pracht und Vollständigkeit. Häufigste Einsatzgebiete waren die Linien Karlsruhe-Nürnberg sowie zahlreiche Verstärkerzüge und vor allem Ersatzzüge. Ab Anfang 2019 wandelte sich dieses Bild etwas und abgesehen eines Verstärkerzugpaares zwischen München und Ulm sowie Hamburg und Hannover sowie einer dauerhaften Ersatzzugleistung zwischen Hamburg und Frankfurt verschwanden die Planleistungen der 120 mehr und mehr, sodass ein Einsatz dieser Baureihe nur noch stattfand, wenn nicht genug 101er zur Verfügung waren. Dafür dominierten die 120er seit Anfang 2019 nach dem Ende der Baureihe 115 das Geschäft der sogenannten PBZ-Züge. Kurz zur Erklärung, es handelt sich dabei um von DB Fernverkehr durchgeführte Überführungszüge von Loks und Wagen zwischen verschiedenen Regionen Deutschlands,
Mitgeführt werden dabei nicht nur Loks und Wagen des Fern-, sondern auch des Regionalverkehrs der DB Regio. Im Laufe des Jahres 2019 begann dann auch die Ausmusterung erster nicht mehr benötigter 120er, was den 120er-Bestand bei DB Fernverkehr bis Ende des Jahres auf 24 betriebsfähige Loks schrumpfen ließ. Dennoch kamen die Loks insbesondere in Süddeutschland durchaus noch regelmäßig zum Einsatz, nicht zuletzt, da aufgrund der nur langsam voranschreitenden Auslieferung neuer ICE 4 und IC 2 die Fernverkehrsflotte stets knapp bemessen war. Im Dezember 2019 verschwanden dann aber auch die allerletzten Planleistungen, wodurch nur noch die PBZ-Einsätze regelmäßig stattfinden. Ein Link zu den Fahrplänen dieser PBZ-Züge im Jahr 2020 findet ihr im Übrigen in der Videobeschreibung. Ansonsten kommen 120er nur noch sehr vereinzelt zum Einsatz, wenn eben nicht genug 101er zur Verfügung stehen oder wenn wegen erhöhtem Fahrgastaufkommen einmal zahlreiche Zusatzzüge verkehren. Doch auch in den nächsten Jahren wird es noch weitere Einsätze der Baureihe 120 geben, denn neben den drei Systemtechnik- und der Netzinstandhaltungslok hat die Deutsche Bahn auch einige weitere Exemplare verkauft. So ist 120-201 seit Ende 2018 und 120-205 seit Mitte 2019 bei der privaten Bahnlogistik 24 GmbH unterwegs. 2019 folgten 120-145, 154 und 204, die an die Widmer Rail Service GmbH, kurz WRS, verkauft wurden. Beide Unternehmen setzten die Loks im Güterverkehr ein, wobei 120-154 der WRS lediglich in Karlsruhe steht und als Ersatzteilspender fungiert. Ob langfristig noch mehr Exemplare verkauft werden, wird sich im Laufe der kommenden Jahre zeigen. Die Einsätze bei DB Fernverkehr werden jedoch aufgrund der immer weiter fortschreitenden vollständigen Ersetzung einstückiger Intercity-Züge mit ziemlicher Sicherheit in den nächsten Jahren vollständig enden. Einige Exemplare, wie zum Beispiel die 120-004 im DB-Museum Koblenz, werden auch museal erhalten. Damit wäre ich am Ende dieser Dokumentation angekommen und hoffe, dass euch dieser Ausflug in die Geschichte der weltweit ersten Drehstromlok gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen.